Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Ja, ich musste gerade ganz kurz den Titel überlegen. Dabei habe ich das Spiel ja hier direkt vor mir. Ich musste ein Stückchen nachspielen, weil irgendwie nach der Flucht, als Eligard auf Magnus getroffen ist, wurde das Ganze nicht abgespeichert. Ich weiß nicht, welcher Entwickler auf die Idee kam, das so zu machen. Auf jeden Fall kam Entwickler auf die Idee und ja. Deswegen musste ich dann nochmal ganz kurz, ich glaube, 10 Minuten oder so nachspielen, aber das war gar kein. Aber das war eigentlich kein Problem. Und jetzt sind wir hier und suchen nach Zorin, dem Architekten. Genau. Ich sitze da unten so ein bisschen hier. So, ich würde mich ein bisschen. Ich weiß nicht, will ich so groß sein? Ja, komm, machen wir mich ein bisschen größer, dann passt das. Okay, dann mal gucken. Sprechen wir erstmal mit Eligard. Mit Y. Hello, Eligard. You said you know how to activate the map? I'm very curious to see it. I've never actually seen it work before. Okay, dann reden wir noch mit Gabriel, auf den wir auch gestoßen sind beim letzten Mal. Go on, Jesse. Show them what you can do. Oh. Ja, dann mit Axel reden wir nicht und Magnus, die waren so unfreundlich zu uns. Reden wir doch mit Olivia. Hey, Olivia, you okay? I'm all right. I can't shake the feeling that I embarrassed myself back in Redstonia, in front of Eligard. I think she kind of judges me a little bit. It'll be okay. I hope you're right. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir jetzt mal diesen Mechanism anmachen. Nee, wir wollen ja nicht die Schalter, oder? Nee, wir wollen das Ding aufs Podest legen. Genau, B verwenden. Mach ich. Hatte ich vor. Und da ist es. Es sollte uns dann anzeigen, wo Sorrel ist, außer es ist im End oder im Nether. Warum werden die Hebel eigentlich immer wieder verstellt? Ich finde das zu freundlich von Lucas, der war ja der Einzige, der hier ist, dass er hier die Hebel einfach verstellt. Ah, perfekt. Das hat ja super geklappt. Direkt first try. Here's your light, my light. Sorin is back. That's new. There he is. Sorin had his fortress deep inside the mountains. After the order broke up, that's where he went to keep doing his experiments. Okay. Look, he invited me there a couple times, but it always seemed a little weird, right? It always seemed a little weird. Ich erinnere mich dran. On that, at any rate. Ich kann mich daran erinnern, was genau ungefähr die Episode von Sorin ist. Was ist blau? Wow. It didn't do that before. Are you sure it's working? Wer ist das? Ist es Ivor? That's Ivor. Es ist Ivor, ich wusste es. We need to move. Ja, das wäre eigentlich ganz gut, ja doch. Righteous. We'll get some rest and head out first thing in the morning, avoiding all the nighttime and monsters and everything. If you had seen that monster, you wouldn't be saying that. We need to leave now. I think it's following us, Magnus, and I don't want to risk it catching up with us. We have to go now. Ja, wir gehen jetzt doch, hätte ich auch gesagt. Nachher kommt der Witherstorm noch und ich habe jetzt nicht direkt Lust, mit dem Witherstorm in Kontakt zu treten, direkt am Anfang der Folge. Ich will ganz entspannt reinkommen. Ich komme gerade vom Sport, ich bin ultra müde. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt gehen wir entspannt rein. Oder? Gut. Gehen wir jetzt zuerst zu Ivor oder soll ich? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zu Sorin zuerst. Oh, ist es düster. Ob das so eine gute Idee war? Jetzt bin ich mir doch nicht mehr ganz sicher. Okay, everyone, let's get moving. Ja, das hatte ich vor. Yo, we haven't really gotten a chance to chat yet. Oh, hello. Guten Tag. Gabe over there says you saved him from this Witherstorm thing. Genau. You're pretty tough, huh? A regular iron golem, huh? Leaving the creepers quaking in their boots. Ja, ich gebe mir Mühe.
bin jetzt nicht davon überzeugt, dass wir sehr gut sind, aber auch nicht, dass wir ultra schlecht sind. Kinda wish you had my back before. But whatever. Still seem alright. Ish. What's the deal with your buddy Axel? Der ist cool. Aber der war böse zu uns. Can't tell if he's awesome or a little bit of a dork. He's just a little, doofy, you know? He's like a little puppy. You don't know whether you wanna hug it or just walk. Ja, er ist schon nervig. I'll be honest, he's been kind of annoying me lately. Fighting, all the negativity. Yeah? That's why you didn't listen to his plan to come get me? Was I just not your cup of tea or didn't think you could handle it? I do have that effect on people sometimes. Ich wollte einfach mit Olivia gehen. I don't know, I just wanted to go with Olivia instead, I guess. Uh-huh. I guess that's fair. Sort of. Try not to let your mind feel ja, klar. So much. Well, just keep on your toes. Mach mich doch ein kleines Stückchen kleiner. Mach es. So. Ah, Zombies. Auch der war gut. I said we should have waited till morning. We wouldn't need to worry about any of this crap. At least ja, wir hätten wirklich bis morgen warten sollen, sag ich doch. Nein. Ich glaube, es war eine schlechte Idee. Oh. Da sind Crappers und Zombies. Ich weiß mittlerweile. Nach dem dritten Mal ist er dann schon schlecht. Ein Glück, dass es erst das zweite Mal war. X um die Waffe. Was heißt denn X um die Waffe zu wechseln? Bäm! Oh, rückzug. Oh, no. Okay, einer ist besiegt. Zwei sind noch übrig. Perfekt. Hinter uns ist der Witherstorm. Down. Perfekto. So will ich das. Boah, sind die Animationen weird beim Laufen. It can't be much further. Not much further, we can make it. Ich renne doch schon. Yeah. Haben wir es? Sehr schön. Ich glaube, hier endet Episode 2. Ich weiß, wir hätten das noch an die letzte Folge dranhängen können. Aber ich wusste das ja nicht. Also ich glaube, dass hier Episode 2 endet. Nein, noch nicht? Okay. Dann ist gut. Es ist sehr laut. Soren really lived down here? So far from anyone. Enchanting, isn't it? Was ist da? Was haben wir gefunden? Oh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie zuvor gesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ah, come on! It's fine! Look! Woo! Wenn der das sagt, muss das ja schon stimmen. Es gibt auch einen zweiten Teil, den werden wir auch spielen, wenn ich den krieg. Dann gibt's Minecraft Story Mode 2. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Dieses Jahr ist noch zu viel geplant. Aber wenn dann nächstes Jahr. B! Y! B! B! War das gescriptet, dass wir da runterfallen? Das ist ein Enderman. Guck ihn nicht an! Ich hab ihn angeguckt. Wir werden alle sterben, Leute. Ich glaube, die fallen jetzt alle runter. Das war gescriptet. Okay. Hätte sein können, dass man jetzt auch stirbt da. Enderman. There are so many. I didn't think they ever came in groups that big. Wo sind die anderen? The others. They went searching ahead for you. Or that, I think Ruben is trying to get our attention. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Und die sind so laut. Ins Wasser kommen sie nicht, sind Enderman. Endermans hassen Wasser, auch im echten Minecraft. Ich weiß nicht warum, aber die kriegen Schaden im Wasser, auch wenn es regnet. Da teleportieren sie sich dann immer so random rum. Es ist gerade extrem laut. Also manche Passagen sind wirklich laut im Game. Es tut mir leid, wenn ihr mich manchmal nicht richtig hören könnt.
mach's ein Stückchen leiser. Sit. I'm going. Once again, it falls to me to take care of everything. I'll find this super TNT myself. Oh, no, no, no. You do not get the one who walks away. That's it. I'm going. Nein, hey, bleib doch hier. I'm walking away too now. Super TNT, here I come. It's hard to pick glass half full when they keep. Ist das ernsthaft? Sind das Smaragdblöcke? Hey, cool. So well. Yeah, I wouldn't go that far. Oh, sie streiten sich zu viel. But hopefully they'll work things out and get on with the important stuff. What are we gonna do now? Where should we go? Let's figure it out. Ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Elegard und Magnus. Ah, oh, nee. Oh no. Aber wir haben das letzte Mal sind wir Elegard gefolgt und diesmal holen wir Magnus. Das wäre ja nur fair, oder? Finde ich jetzt so. Ich weiß, ich hätte jetzt mal mit den anderen talken können, aber wir gehen jetzt lang. Okay. Fertig. Ich will da lang. Lucas? Ist ein Magier, der war unsichtbar gerade. Für 2 Sekunden. Witzig. Grafikfehler. Das hätte ich besser hinbekommen. Nein, alles gut. Das Spiel ist cool. Ist schon mega alt. Ist 2013, 14. Alles cool. Ich hab ein mieses Gefühl. Ich weiß auch nicht. I need to talk to you about a private matter. It's not the easiest thing to bring up. Hey, sag einfach. Sag einfach. Kein Problem, sag's einfach raus. Thank you for being so understanding. I'm so glad to see my old friends together again. I don't want to ruin it with this. What? You may have succeeded in getting me away from the Witherstorm, but I fear it was already too late. Wait, what? Du darfst nicht sterben. I noticed it not long after you saved me. Wir brauchen Hilfe. Crap, what are we doing down here? We need to get you help. Tragically, I'm not sure there's anything that can help with this, Jesse. Tell me. Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been... No, just Wither. Or Wither sickness, to be more descriptive. It is something I've contracted before in my travels. But it always wears off. Ja, aber das ist nicht gut. It seems that Ivor's monster exudes a wither sickness that is decidedly more fatal. Nicht gut. Go back and tell the others we can get help. No, Jesse. You can't tell anyone about this. Gabriel hat eine sehr beruhigende Stimme. Das muss ich drücken. Take my hand. I'll pull you up. ZR. Yo, das ging schnell. Nein, 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 nein. My strength is compromised. I couldn't maintain my hold. Aber es leuchtet, das heißt Sauron ist in der Nähe. Jesse, are you all right? Alles in Ordnung. Don't worry, I'm fine. Time to be a hero again. Ja, finde ich gut. Safe. I'll find a way down to you. Ja. Sauron ist in der Nähe. Wir heben es mal auf. Es ist sehr düster. Da rechts kann ich nicht laufen. Wir sollten leise sein. Brüllte er ins Mikro. Weiß auch nicht. Also die Atmosphäre kommt mir zumindest ziemlich düster vor. Mit dieser mystischen Musik. Nein, ich weiß auch nicht. Mal gucken, kann ich hier vorbei? Ja. Kann man auch rennen? Weckt er sich einen Block? Der Zeiger, wenn ich den jetzt hier hinplatziere. Wenn ich den jetzt hier hinplatziere. Hier. Bleibt der da? Nee. Aber er ist so hype getrackt. Er folgt so ein bisschen. Okay, wir laufen hier ziemlich lange lang. Heute gibt es auch mal wieder eine längere Folge, weil ich einfach Lust dazu habe.
Außer es endet jetzt die Episode, dann würde ich natürlich aufhören. Je nachdem, mal gucken, wir müssen uns anpassen. Ja, weil ich auch Ahnung habe, wo ich hier lang muss. Also es ist Sorens Bibliothek. Nein, halt, das ist ja die Bibliothek von Magnus, weil wir sind ja Magnus gefolgt. Wobei, wir sind ja eingestürzt, also... Oh, ich habe keine... Ich glaube, dahinter ist offen. Könnte jemand drin sein? Wir gucken einfach mal, wir müssen gar nicht spekulieren, wir gehen einfach. Und ich habe keinen Hunger auf Spekulatius, weil ich immer noch nicht genau weiß, was das genau für ein Essen ist. Friends, was ist das? He must have something useful in here. He has to. Why would he have so many books? Is he just collecting them? He can't have read all these. Hey, show yourself. Who's there? You. Trying to interfere with my plans again, I see. Es ist your tenacity is commendable, yet misguided. Was machst du hier? So now you may find it back out again. What are you doing down being here? Being rudely interrupted by you. I'm here with the order to find Soren's super TNT. We're gonna take down your Witherstorm. The order? Believe me, that plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. But me? I choose not to. Out of my way. Move! Ich werde Sorry, dich aufhalten. Stop right there, Ivor! Gabriel! You're alive! Against all your best efforts, Ivor! Wir werden dich aufhalten, Ivor! You will not succeed today! Save your posturing, Gabriel. We both know your words have always been hollow. Just like the Order. You're not going anywhere, Ivor. At least not in one piece. Der Orden soll entscheiden. Harmlessly through me. You should let the Order decide. They'll know what to do. I've known the Order a lot longer than you, Jesse. And I believe they would be aligned with me. Hey! I'm the only one who can stop the Witherstorm! Not you, not the Order! Don't make yourselves the villains in my story. Oh, Gott! Yeah, Y! Okay. Also Ivor denkt jetzt wirklich, wir würden ihm glauben, dass er der Gute ist. Stay and fight, you coward. This could have all been avoided. If you want to stop me, you'll have to catch me first. Look out! He's using a potion of swiftness. We mustn't let him escape. Der ist Flash. Oh mein Gott. Boah, ducken. Er ist halt wirklich Flash. Nein! Der hat ja mal anders Speed drauf. Komm! Bumm! Baby, zack. Wir sind besser als du, selbst mit deinem Geschwindigkeitsrang. Sieh es ein. It didn't have to go this way, Jesse. Could have just let me go. Now you see me. Now you see me. Now you don't. Sei vorsichtig. Be anywhere. Stay on your guard. Invisible or not, he isn't going to get by me. Und schon ist er weg. Oh! Please, Ivor. Just stand down. Er ist schon hinter euch. Ihr habt verloren. This one's on you, you puffed up fool. Nein, ist er noch nicht, okay. Oh! Bam. Perfekt. Die Profis wieder am Start, Leute. Jesse, Gabriel, even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? Wir sind die einzigen, die dich aufhalten werden können. You have stopped nothing. A query. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? What? Talking about you, bitches.
also die Tränke sind echt übertrieben in dem Game. Stop me. That they can destroy the Witherstorm. But they are mistaken. And it will cost them their lives. Und an der Stelle, Leute, an dieser richtig epischen Stelle, gibt es einen Cut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.